Achtsamkeitsübung, die liegende Acht. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen und abschließenden Video hier zu dieser Serie, die ich gestartet habe, wo es darum geht, in die Achtsamkeit zu kommen und sich in der Achtsamkeit einfach zu üben. Und da gibt es heute noch eine wunderbare Übung, wie du beide Körperseiten miteinander ausgleichen kannst, sodass da eben auch die Energie frei fließen kann. Das Ganze stammt ursprünglich aus dem Qigong, von Qigong. Hast du bestimmt schon mal was von gehört, da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Übungen und da gibt es auch eine wunderbare Übung, die heißt die liegende Acht. Die Acht ist ja im Grunde genommen so auch das Zeichen für die Unendlichkeit und wenn du den Körper schwingen lässt in der liegenden Acht, ja, dann sorgst du da automatisch einfach im gewissen Rahmen für einen Energieausgleich, dass beide Körperseiten miteinander ausgeglichen werden und dass da einfach die Energie richtig frei fließen kann. Und wie das Ganze funktioniert, dazu ja, brauche ich jetzt eine andere Kameraeinstellung. Deshalb geht es jetzt gleich weiter, damit du mich eben auch im Ganzen siehst und siehst, wie die Übung funktioniert. So, ich hoffe, du kannst mich jetzt so sehen. Also diese Übung funktioniert so. Du kannst sie natürlich tagsüber immer dann machen, wenn dir zumute ist, bestenfalls natürlich wie immer die viele Übungen einfach gleich zum Tagesbeginn, damit du da einen optimalen Start in den Tag hast. Du stellst dich hin, beide Füße nebeneinander auf den Boden, sodass du festen Kontakt zum Boden hast und dann fängst du einfach an mit deinem Becken eine liegende Acht zu malen. Du kannst auch gerne die Augen dabei schließen, dann kannst du dich ein bisschen besser auf diese liegende Acht konzentrieren und eben auch natürlich auf deinen Körper. Und wenn du das eine kurze Weile gemacht hast, dann fängst du an, auch mit beiden Armen die liegende Acht mitzumalen. Das machst du dann einfach mal so für eine Weile. Nach einer kurzen Weile wirst du dann auch so das Gefühl haben, mit deinen Armen weiter hoch zu schwingen und die Arme so vor dem Körper in eine liegende Acht zu formen, dann kannst du weiter noch nach oben gehen und kannst auch über dein Kronenchakra hinaus, über deinen Körper, das sieht man jetzt nicht mehr ganz so gut, eine liegende Acht malen. Mach das einfach so lange, wie es dir gefällt, wie dir da zur Mode ist, dann gehst du nochmal runter, nochmal auf Brusthöhe, auf Herzhöhe, nochmal auf Beckenhöhe. Und, das mache ich jetzt hier vor der Kamera nicht, sonst bin ich nämlich verschwunden im Bild. Du kannst natürlich dich auch bücken und weiter zur Mutter Erde gehen und ja, dann weiter unten nochmal die liegende Acht machen und dann nochmal hochkommen und weiterhin einfach im Becken, ja, die liegende Acht mitschwingen. Ich glaube, es ist hilfreich, wenn du grundsätzlich im Becken damit beginnst, diese liegende Acht ja, zu machen, wie sagt man, zu kreisen, zeichnen ist der falsche Ausdruck. Und wenn du da sicher bist mit dieser liegende Acht, je nachdem, wie viel Schwung du da hast, wie beweglich und gelenkig du da im Becken bist, braucht das eine kurze Weile. Und dass du dann eben erst anfängst, mit den Händen, mit den Armen die liegende Acht da mitzumalen. Das ist für die Koordination. Also mir ist das leichter gefallen. Vielleicht kriegst du das von Anfang an ja auch auf eine andere Art und Weise hin. Aber mein Tipp, einfach mit dem Becken anfangen. Und wenn du da sicher bist, und dann nimmst du die Arme einfach mit dazu und gehst nach oben und nach unten, ganz so, wie es dir danach zumute ist. Ja, das jetzt noch eine abschließende Übung von dieser ganzen Serie im Hinblick auf die Achtsamkeit. Ich hoffe, es hat dir Freude gemacht, ja, diese kleine Serie, die ich da gestartet habe und du konntest dich in der Achtsamkeit üben. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Eine wunderbare, energiereiche Zeit. Bleib weiter am Ball, wenn diese Übungen dir Spaß gemacht haben oder überhaupt such dir die Übungen raus, die dir Spaß gemacht haben und integriere die weiter in deinen Tag oder behalt alle Übungen bei oder schau die Serie nochmal von Anfang an, ganz gleich, wie es dir einfach beliebt. Und ja, dann würde ich sagen, ganz lieben Dank nochmal für dein Dabeisein, eine herzliche Umarmung. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Achtsamkeit, ganz viel Selbstliebe zu dir selbst und Selbstwertschätzung eben auch dir selbst gegenüber. Fühl dich umarmt, bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss, deine Irmgard.